Stars wie Elton John und Bono zählen zu den Fans von Stick. Die Werke des Londoner Künstlers erzielen bei Kunstauktionen auch schon mal das Dreifache des Schätzwertes. Der ein oder andere fragt sich in Anbetracht der simplen Strichmännchen, auf Englisch übrigens Stick Figures und daher der Künstlername Stick, was denn daran so besonders ist. Aber wenn einer, das kann ich auch, mault, dann frage ich mich, wieso er das nicht schon früher gemacht hat. Auf die einfachen Ideen zu kommen, ist nämlich ziemlich schwer. Vor ungefähr 15 Jahren war Stick obdachlos und hat Toiletten geputzt, um zu überleben. Er hat sich unsichtbar gefühlt und wollte mit seinen Graffitis zeigen, dass er da sei, wahrgenommen werden. In dem Zusammenhang interessant, dass heute jeder seine Kunst kennt, aber keine Ahnung hat, wer Stick eigentlich ist. Genau wie bei Banksy ist über Stick nur sehr wenig bekannt. 40 Werke des Street-Art-Künstlers sind jetzt in München in der Galerie Kronsbein zu sehen. Entsprechend groß war der Andrang. 500 Gäste kamen zur Vernissage in die Galerie und waren aus dem Häuschen. Wir haben eine großartige Sammlung von Stickwerken, die einmalig sind, einmalig in der Menge, die wir hier zeigen. Es sind ja ca. 40 Werke und das ist meine Privatsammlung, die ich über ein Jahr lang angesammelt habe. Stick ist ein großartiger Künstler, so wie Banksy und Black Lorette. Also er ist unglaublich im Kommen und seine Werke erzielen Höchstpreise. Es ist unglaublich. Philips und Sotheby's erzielen das Dreifache vom Schätzwert. Also er ist sehr angesagt. Und ich freue mich sehr, dass ich hier zum ersten Mal in Deutschland diesen Künstler präsentieren kann. Es gefällt mir sehr gut. Ich habe 1989 als Graffiti-Künstler auch solche Sachen gemacht, an die Wände gesprüht und dafür bin ich ins Gefängnis gegangen. Heute verdient man viel Geld damit. Ich Idiot! Also mir sagt die Street Art generell sehr zu. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd und da haben wir auch schon ganz schön viel erreicht in München. Wir haben ja schon einen Shepherd Ferry in München, einen S-Hilf oder auch einen Blue. Das ist schon da und ich finde es gut, dass die Galerie Kronsbrein jetzt auch wirklich hier so einen nach dem anderen auch bringt. Ich finde Stick in besonderer Weise toll, weil er im Grunde eine niederschwellige Kunst macht. Ja, das, was er macht, das können auch kleine Kinder verstehen und damit schon einen ersten Zugang zu Street Art bekommen und deswegen finde ich das klasse. Ja, er hat schon seine eigene Art. Also es ist ja so, Picasso hat seine Handschrift, Van Gogh hat seine Handschrift und er hat auch seine eigene Handschrift. Er zieht es gnadenlos durch, so was er macht, seinen Style und das finde ich immer gut. Leute, die einfach wissen, was sie machen und darauf festhalten und das durchziehen, finde ich immer gut. Ich finde, er setzt unmittelbar Gefühle frei, weil ich weiß ja, es ist Graffiti-Kunst und sie ist original an Orten, die Verlassenheit, Urbanität der scheußlichsten Sorte und Unmenschlichkeit transportieren. Und da finden wir dann diese eingekuschelten, fast Embryonen, die sich selbst schützen, die wie junge Tiere sich abschotten von der bösen Welt. Und ich glaube, das ist in uns ein Grundgefühl, touchiert, dass wir ganz oft haben, weil sich alles so schnell verändert und so schnell undurchschaubar wird, dass wir gerne selber uns so abschotten, aber dann auch so einsam sind wie diese Graffiti-Babys. Aber ich finde den Kunst von Stick sehr einfach, sehr easy zu lieben, weil es ist nicht kompliziert. Man schaut das und denkt, Minimalist. Oder liebst du das oder hast du das? Ich liebe es. Es ist in der Tat minimalistisch, gefällt mir sehr gut. Wir sind mit dem Dirk Kronsbein seit vielen Jahren befreundet, bewundern auch seine Galerien, was er hier monatlich ausstellt.
Das ist eine ganz schöne Abwechslung für uns, vom Tegernsee mal nach München zu kommen. Und es verbreitet einfach gute Laune. Ja, es sind diese Strichmännchen, die mit wenig viel sagen. Und wenn man sich mal umschaut, alle haben hier ein Lächeln im Gesicht. Und genau das ist es. Es macht gute Laune. Ja, weil er mit wenigen Strichen, mit wenigen Strichen doch die Menschen zeigt und die Menschlichkeit in verschiedenen Formen, wie wir hier im Umkreis sehen können. Ganz toll. Und ich freue mich sehr, dass Tick jetzt auch hier in München ist. Nach welchen Kriterien suchst du denn Kunst für zu Hause aus? Muss es farblich zum Sofa passen? Ist es vielleicht eher eine Geldanlage oder soll es doch die Sinne ansprechen? Oder vielleicht alles drei? Also es kommt nicht sehr oft vor, dass ich Kunst aussuche. Aber ich habe zum Beispiel ein Bild eines polnischen Künstlers meinem Mann einmal geschenkt und da habe ich mir Rat von einem sehr guten Galeristen, der auch eng mit meinem Mann befreundet ist, geholt. Der kennt meinen Mann, der kennt den Künstler. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, ich habe nicht so viel Kohle, sag mir mal, was richtig toll ist. Ja, in meiner Wohnung, ich würde hängen irgendwas, das erstmal passt. Aber wenn ich das Geld habe und ich liebe den Stück, egal welches Stück ist das und egal welches Geld das kostet, wenn ich das habe, dann kaufe ich das. Und das war auch, das passte wirklich sehr, sehr gut. Es geht bei uns wirklich nach den Einrichtungselementen. Nee, es soll schon die Sinne ansprechen. Also ich bin ja sehr kunstaffin, ich habe Kunstgeschichte auch studiert in Bologna und ja, also für mich ist Kunst tatsächlich etwas, mit dem ich leben möchte. Und mein erstes Kunstwerk, mit dem ich gelebt habe, war ich 14, René Magritte, The Empire of Light. Das ist ein Haus, ganz warm erleuchtet vor einem dunklen Nachthimmel, der kalt ist. Und diese selbe Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit in einer kalten Welt. Solche Bilder transportieren da unendlich viel. Ich verlieb mich einfach in Bild, weil es mir etwas sagt. Ja? Und ich finde, Kunst muss auch nicht mehr verständlich sein, sondern man muss sie fühlen. Und das ist das Wichtige. Und dann wird das Sofa einfach der Kunst angepasst. Es ist so, dass meine Frau selber auch malt. Und deswegen haben wir einige Bilder meiner Frau und auch meiner Kinder. Also der Rest der Familie ist im Gegensatz zu mir selber künstlerisch begabt. Aber wir haben auch einige Münchner Künstler da hängen. Die möchte ich jetzt nicht nennen, weil dann vielleicht andere wiederum eifersüchtig sind. Aber es hängt auch einiges an Münchner Kunst rum. Nicht viel, weil das dann das Gehalt eines Bürgermeisters dann doch nicht hergibt, so groß in die Sammlerei einzusteigen. Aber das ist schon wichtig, dass man Kunst auch fördert. Ich bin ja ziemlich primitiv. Ich hänge mir nur Pin-Up-Girls auf. In der Toilette, in der Männertoilette, wir haben ja getrennte, in der Küche, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Ich mag nackte Frauen, stehe ich total drauf, finde ich super. Allerdings, also wir sind ja auch sehr modern eingerichtet, privat und würde auch bei uns gut passen. An dem Abend wurde ein Stickwerk zugunsten der Stiftung München versteigert. 6.500 Euro sind am Ende zusammengekommen, um ein Kindermalprojekt durchzuführen. Die Idee ist, dass Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingskindern und Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zusammenkommen und gemeinsam malen.